Hallo, guten Abend und herzlich willkommen bei Spruchreif, Ihrem Talk hier bei Studio 47. Die Wirtschaft brummt, die Firmen stellen ein. So wenig Arbeitslose hat es schon seit 25 Jahren nicht mehr gegeben. Doch vielen Jugendlichen fällt es schwer, einen Job zu finden bzw. sich in die Arbeitswelt einzugliedern. Warum das so ist, warum sich die Jugendlichen so schwer tun, darüber sprechen wir jetzt. Und zwar mit dem Geschäftsführer der Duisburger Werkkiste. Ganz herzlich willkommen, Norbert Geier. Guten Abend, Herr Mais. Ja, Herr Geier, schön, dass Sie heute hier bei uns in der Sendung sind. Sie sind der Geschäftsführer der Duisburger Werkkiste. Jetzt sagt das nicht jedem etwas. Vielleicht können Sie erst mal sagen, was ist die Duisburger Werkkiste überhaupt? Die Duisburger Werkkiste ist eine Einrichtung der katholischen Kirche, die sich im Duisburger Norden, vor allen Dingen in Marxloh und Bruckhausen, darum kümmert, dass Jugendliche den Weg in Ausbildung und in Arbeit finden. Das heißt, dass wir Jugendlichen eine Berufsorientierung geben, eine Berufsvorbereitung geben oder sie aber zum Teil in Ausbildung auch begleiten. Das sind meist Jugendliche, die in der Schule Defizite hatten oder die bestimmte Hemmnisse aus ihrem Elternhaus mitgebracht haben. Und da sind wir unterstützend tätig und hoffen so, einen Weg für sie ins Leben zu bereiten, dass sie motiviert sind, was an sich zu tun, motiviert sind, für sich selber die Verantwortung zu übernehmen, motiviert sind, sich zu bilden, sich ausbilden zu lassen und dann eben in Arbeit zu kommen und so ja einen Beitrag für sich selber zu leisten, sich selber sorgen können, aber auch für ihre Familien sorgen können und vielleicht das, was wir ihnen gegeben haben, auch in ihren kleinen Verhältnissen weitergeben zu können. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sitzen in Bruckhausen und in Marxloh. Wahrscheinlich, so vermute ich mal, war das ganz bewusst so ausgesucht. Ja, die Duisburger Werkkiste ist vor über 30 Jahren gegründet worden. Damals gab es so eine kleine Welle, dass eben die Arbeiterwohlfahrt, aber auch die evangelische Kirche, auch die katholische Kirche gesagt haben, wir möchten etwas für Jugendliche tun, die arbeitslos sind oder die nicht, die keine Arbeit finden oder keine Ausbildung finden. Und wir haben damals gesagt, wir konzentrieren uns auf den Duisburger Norden. Wir konzentrieren uns da, wo ja, ist die Not am größten ist, wodurch die Stahlkrise damals eben die Arbeitsplätze weggefallen sind und wo die soziale Not groß ist. Und aus dieser kleinen Initiative zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit ist eben die Duisburger Werkkiste geworden, über die 30 Jahre, über die lange Zeit, die heute ganz komplett mit Schulen arbeitet, also da Berufsorientierung macht, die Berufsvorbereitung macht für Jugendliche, die nicht sofort nach der Schule in Ausbildung oder Arbeit kommen, die auch ausbildet in Kooperation mit Betrieben und auch Ausbildung für Menschen mit Behinderungen macht. Und so dieses ganze Gebilde, diese ganze Einrichtung versucht eben dort im Duisburger Norden auch mit Aktionen oder mit Verbindung zu den Stadtteilen ja auch im Sozialraum gut tätig zu sein. Also ein ganz breites Spektrum an unterschiedlichen Maßnahmen, die Sie da machen. Wie kommen Sie an die Jugendlichen, die bei Ihnen teilnehmen? Ist das, dass die Jugendlichen auf Sie zukommen und sagen, hier, ich stelle selber fest, ich habe das und das Defizit, kann ich dran arbeiten? Oder wie ist da der Ansatz? Die Jugendlichen kommen auf verschiedenste Art und Weise zu uns. Weil wir zum einen im Duisburger Norden bekannt sind über die Arbeit an den Schulen, kennen die Jugendlichen ab der 8. Klasse, haben schon mal Kontakt zur Duisburger Werkkiste gehabt und wenden sich an uns, wenn sie nicht weiter wissen, wenn sie eine Ausbildung suchen oder wenn sie ihre Schule abbrechen wollen. Dafür kommen sie zu uns in die Beratungsstelle. Meistens so kurz vor den Ferien klingeln bei uns die Telefone, weil besorgte Eltern oder besorgte... Ja, es geht jetzt langsam wieder los. Auch Großeltern, Onkel, Tanten uns anrufen und sagen, mein Sohn oder meine Tochter weiß noch nicht, was sie nach der Schule machen soll. Das sind Jugendliche, die so zu uns kommen. Wir haben Jugendliche, die wir von der Straße holen, weil wir in Marxloh und unterwegs sind und dort auch gucken, wo sind Jugendliche, die auch noch besondere Hilfe brauchen. Die sprechen wir an, die bringen wir zur Agentur für Arbeit oder zum Jobcenter oder zum Amt für Soziales und Wohnen, weil dort eben Hilfe notwendig sind.
Der große Teil der Jugendlichen kommt zunächst mal über das Jobcenter oder über die Agentur für Arbeit zu uns. Meistens für sie eher in unsere Maßnahmen verpflichtet. Die kennen die Duisburger Werkkiste auch nicht, so wie ihre Eingangsfrage eben war, was ist die Duisburger Werkkiste? Und wir versuchen in den ersten Wochen diesen Jugendlichen erstmal zu zeigen, wie wichtig sie sind. Wir motivieren sie, dass sie ihren eigenen Wert erkennen, dass sie ihre Stärken erkennen und versuchen mit ihnen zusammen auch ganzheitlich, also das heißt mit dem Lernen von Unterrichtseinheiten, dem Vermitteln von Berufsinhalten, aber auch das Lernen, wie gehe ich eigentlich miteinander um? Wie gehe ich mit dem deutschen Kollegen um? Wie gehe ich mit dem türkischen Kollegen um? Wie gehe ich mit dem rumänischen Kollegen um? Das soziale Verhalten. Das ganze soziale Verhalten eben dort zu machen und das auch so zu lernen, dass man eben miteinander etwas gestaltet, dass man miteinander eben versucht, auch Tagesabläufe zu machen und auch zu erfahren, wie wichtig jeder Einzelne ist. Mhm. Ich will jetzt mal so einzelne Punkte von den Programmen, die Sie anbieten, auch durchsprechen. Sie haben als allererstes gesagt, dass Sie in die Schulen gehen, dass Sie Schüler beraten, möglicherweise welcher Job interessant für die Schüler ist. Vielleicht sagen Sie mal, Mario Mais kommt jetzt nach der Schule zu Ihnen, weiß nicht, was er machen soll. Wie gehen Sie da dran? Wie würden Sie jetzt herausfinden, was für mich der richtige Job wäre? Wir würden mit Mario Mais, also mit Ihnen, erstmal versuchen herauszubekommen, was Sie bisher gemacht haben, woran Sie Freude haben, was Sie als Ihre Stärke empfinden. Ja, aber Mathematik hat nie Spaß gemacht. Ja. Was gab es noch? Geschichte sowieso nicht. Englisch wollte ich nie sprechen. Ja, dann werden wir versuchen, mit Ihnen zu ergründen, warum es nicht geklappt hat, beziehungsweise zu gucken, was Ihnen doch Freude gemacht hat. Wenn Ihnen Kunst Freude gemacht hat, wenn Ihnen Gestaltung Freude gemacht hat, werden wir Sie fragen, wenn Sie gestalten können, wie haben Sie es gemacht? Haben Sie Plakate gemalt? Haben Sie irgendwelche anderen Sachen hergestellt? Haben Sie Spaß daran, mit den Händen zu arbeiten? Und so werden wir schon in den ersten Beratungsgesprächen rausfinden, wo in etwa Ihre Neigungen sind. Es gibt ja die Beispiele, wenn Sie sagen, dass Sie kein Englisch sprechen können, kann man ja durchaus auch nachlegen und hören, wie weit sind Sie mit den neuen Medien unterwegs, mit Smartphone und Ähnlichem, wie viel Englisch haben Sie eigentlich auch dort und dort eben eine Beziehung hinzumachen. Eigentlich geht es darum, Ängste abzubauen, auch diese Bildungsmisserfolge erstmal aufzunehmen und dann eben versuchen, die positiven Energien daraus zu holen und dann doch ein Ziel zu formulieren. Kommen denn die Jugendlichen dann manchmal auch mit Vorstellungen, weiß ich, jeder möchte möglicherweise Filmstar werden, Sänger, keine Ahnung, dass sie dann sagen, hier, hör mal zu, wir glauben von den Neigungen her, ist das nicht das Passende? Das ist Alltag. Es gibt so zwei grobe Alltagsszenarien. Das eine sind Jugendliche, die eine Vorstellung haben, die mit dem, was sie bisher in ihrem Leben gemacht haben, nicht übereinkommt. Also mit einem Hauptschulabschluss nach Klasse 9 eine Pilotenkarriere anzustreben, ist schwierig. Machbar heute. Ja, da geht es aber dann darum, genau diese Zwischenschritte zu definieren, wie kann das gehen, aber auch Illusionen zu rauben und nicht sagen, so jetzt machen wir den höheren Schulabschluss und dann wirst du schon schaffen, sondern auch zu gucken, was verbirgt sich hinter diesem Wunsch. Das ist das eine, wo man also diese überzeichneten Vorstellungen korrigieren muss. Das andere ist, auch wirklich erstmal herauszufinden, was könnte überhaupt ein Berufswunsch sein. Weil die Kopie des Berufes der Mutter oder des Vaters, das gibt es heute nicht mehr so stark, wie wir es in meiner Jugend hatten, das ist schon ein paar Tage her. Sondern wir müssen einfach gucken, welche Berufsbilder sind aktuell und was steckt hinter den Berufen. Wenn wir heute hören, Logistikberufe, Berufe, die unter Umständen im Hightech-Bereich, im Lager oder sowas sind. Das ist richtig, das gehört zu diesen Berufsbildern, also auch der Umgang mit den modernen Medien. Aber genauso gut gehört dazu, dass man auch Säcke auf Paletten packt. Und wenn ich eine Kartonallergie habe, das heißt, ich möchte nicht viel heben, ist das der falsche Job. Und darum geht es darum, diese beruflichen Neigungen herauszustellen, auszuprobieren,
viel auszuprobieren, auch in verschiedenen Belastungssituationen auszuprobieren, in Gruppe auszuprobieren und dann bei dem jungen Menschen einen Berufswunsch zu verfestigen und dafür zu sorgen, dass dann auch die Übergänge gemacht werden können. Also auszuprobieren heißt auch, dass Sie dann Praktika vermitteln, damit der Schüler sich auch angucken kann, welche Erwartungen an den Job gestellt werden und wie der Job ausgefüllt wird? Ja, Praktika zu vermitteln, also tatsächlich in einen realen Betrieb reinzugehen, das ist ein Stück, was auf diesem Weg gegangen wird. Es fängt aber meist viel früher an, dass wir bei uns in den eigenen Werkstätten einfache Arbeiten kopieren, Zusammenhänge herstellen. Ich sagte gerade, dass Kartons zum Beispiel stapeln. Das sind alles Sachen, die wir ausprobieren, bevor der Jugendliche das erste Mal wirklich in so ein Schnupperpraktikum in einen Betrieb reingeht, damit da schon mal eine gewisse Angleichung ist. Denn das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir einen Jugendlichen in einen Betrieb stellen und der Betrieb sagt, das geht überhaupt gar nicht. Diese Vorstellungen gehen nicht übereins. Das heißt, unser Job ist tatsächlich zu gucken, wie passt der Jugendliche mit seinen Vorstellungen, mit seinen Neigungen, auch mit seinem Aussehen, wie passt er in den Betrieb, in die Betriebsstruktur, braucht dieser Jugendliche eher einen Betrieb mit einem väterlichen Betriebsführer oder braucht er ein eher anonymes System? Aber dann greifen Sie ja oder helfen Sie dem Schüler ja schon ganz nah. Sie sind ja, irgendwo eine leitende Hand, die den nicht nur berät, sondern auch wirklich leitet in dem Moment. Ja, wir haben Mitarbeitende, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die wirklich stellenweise Mütterrollen, Väterrollen oder diese beratenden Rollen übernehmen, die wirklich versuchen, vertrauensvoll mit den Jugendlichen zu arbeiten. Das habe ich ja gerade schon gesagt, sehr würdevoll, sehr wertschätzend auf die Jugendlichen zuzugehen, damit die Jugendlichen sich öffnen können. Und dann geht es darum, diese Jugendlichen zu begleiten. Also das, was der Jugendliche zulässt, auch mit dem Jugendlichen zu machen. Nicht unsere Meinung auf. Das Coaching. Ja, coachen, wohlwollend coachen. Und dann eben auch die Belastung, wie bei einem Training, jetzt ähnlich wie bei dem Fußball, eben zu gucken, wie kann man aus den Stärken heraus immer mehr Leistungen in dem Sinne erbringen, dass es auch passend wird. Und wie sehr öffnet sich dann der Schüler, der bei Ihnen die Beratung sucht? Sind die offen oder braucht das immer eine gewisse Zeit, bis die sich öffnen? Die meisten Jugendlichen kommen nicht gerne zu uns. Weil, wo der Druck da ist. Weil sie eben keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, weil sie erstmal auch sich etwas als also gemerkt haben, dass sie ein Negativerlebnis hatten. Und es geht erstmal darum, ihnen zu zeigen, wir nehmen dich hier an. Und das, was Sie gerade gefragt haben, also wie lange dauert das? In der Regel dauert das so 3 bis 4 Wochen, bis wir die ersten guten, positiven Kontakte zu den Jugendlichen haben. Die Öffnung so weit ist, dass sie auch sagen, ja, wir möchten auch hier bleiben. Und wenn diese Prozesse dann auch wirklich so erfolgreich starten, dann kann man im Laufe der Zeit, das kann 2 Monate sein, das kann auch ein Jahr sein, kann auch bei einer Ausbildung 3 Jahre sein, kann man das eben kontinuierlich aufbauen. Und so, dass oft auch bei unseren Jugendlichen, die dann erfolgreich eine Ausbildung bestanden haben oder die wir erfolgreich in Ausbildung vermitteln können, auch durchaus reinkommen. Da haben sie mir sehr geholfen, da bin ich sehr dankbar für. Ohne die Herr Y oder Frau Y wäre ich das nicht geworden. Ich möchte da einfach ein Beispiel von nehmen, was mich auch sehr persönlich sehr betroffen gemacht hat. Wir haben vor Jahren Krankenpflegehelfer ausgebildet und ein junger Mann, der zu uns kam, der kaum Deutsch sprechen konnte, mit einem russischen Migrationshintergrund zu uns kam, den haben wir mit sehr viel Begleitung, mit sehr viel persönlichem Einsatz der damaligen Ausbilderin dazu gebracht, dass er seine Prüfung bestanden hat, der dann als Altenpfleger eben arbeiten konnte, Altenpflegehelfer arbeiten konnte, der dann weiter Schule machen konnte. Diesen jungen Mann habe ich in der Demenz-WG meiner Mutter wieder getroffen als Pfleger, der da eben diese Menschen eben pflegt und auch sehr wohlwollend und sehr wertschätzend pflegt. Und das habe ich für mich selber so auch als Erfolg, als ganz persönlich gesehen, wie dieses, was wir an Wertschätzung bei dem Jugendlichen also in der Entwicklung erreicht haben, das war ein großer Erfolg. Mhm. Herr Geier, ich will gleich auch über die einzelnen Programme, die Sie anbieten, sprechen. Bevor wir das machen, gehen wir mal kurz ab zur Werbung. Wir sind gleich wieder zurück.
Willkommen zurück zum zweiten Teil von Spruchreif. Bei mir nach wie vor im Studio zu Gast der Geschäftsführer der Duisburger Werkkiste, Norbert Geier. Herr Geier, wir haben eben schon einiges über die Duisburger Werkkiste gelernt, auch was Sie zusammen mit Schulen so entwickeln und tun. Sie haben aber eben auch einmal gesagt, dass viele der Jugendlichen zu Ihnen kommen, weil sie vom Arbeitsamt zum Beispiel geschickt wurden. Was machen Sie mit denen? Welche Programme durchlaufen die bei Ihnen? Also geschickt werden die Jugendlichen von der Agentur für Arbeit und vom Jobcenter. Die sind in verschiedenen Programmen. Das kann man ein bisschen aufbauend betrachten. Es gibt Programme, die machen zunächst mal, heißt das Aktivierung. Das heißt, die Jugendlichen werden an eine Struktur herangeführt, sollen innerhalb dieser Struktur lernen, sich in einen Tagesablauf einzugeben, dort berufliche Inhalte vermittelt zu bekommen und in Projekten, in kleinen handwerklichen Projekten, Produkte zu erstellen. Das sind meistens Jugendliche, die schon länger aus der Schule raus sind oder die den Anschluss so nicht haben. Die kommen zu uns, wir bauen das eben auf. Dann gibt es einen ganz großen Teil, der nennt sich berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme. Dort versuchen wir, die Jugendlichen beruflich zu qualifizieren, schulisch zu qualifizieren und dann in Ausbildung zu vermitteln. Das schulische Qualifizieren sieht so aus, dass sie bei uns zum Teil einen Schulabschluss nachmachen können, einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder nach Klasse 10. Die beruflichen Qualifizierungen sind in verschiedenen Berufsbereichen, im Holzbereich, im Logistikbereich, aber auch im Hauswirtschaftsbereich und bei Kooperationspartnern auch noch im Bereich Maler und Bau und Metall. Und da geht es dann eben darum, dass diese Jugendlichen diese Inhalte aufnehmen können und dann in Ausbildung gehen können. Da haben wir ein Projekt, was wir zusammen mit den beiden Duisburger Großbetrieben HKM und ThyssenKrupp machen, dass Jugendliche, die beim Einstellungstest nicht erfolgreich waren, nochmal eine zweite Chance bekommen, dass sie von uns nochmal auf die Einstellungstest vorbereitet werden, dass sie in den Werkstätten der beiden großen Betriebe schon mal die Praxis kennenlernen und wenn die nach 8, 9 Monaten den Einstellungstest wiederholen und bestehen, bekommen die auch einen Ausbildungsplatz dort. Das heißt, jetzt gerade haben wir Auszubildende übergeben, frische Auszubildende an die Betriebe. Das waren bei der letzten Veranstaltung waren es über 52 Auszubildende, die wir übergeben haben. Davon über 20 eben an HKM oder an ThyssenKrupp-Stil. Das, was wir noch daraus machen, weil Sie die Maßnahmen ansprechen, wir machen Ausbildungen in Kooperation mit verschiedenen Betrieben, wo die Betriebe, die praktische Ausbildung machen und wir die Untermalung, also die Begleitung des Berufsschulinhaltes machen und die theoretische Aufarbeitung, aber auch die flankierenden Maßnahmen, das heißt dafür zu sorgen, dass Probleme, die im Umfeld der Ausbildung entstehen, zwischen dem Ausbildungsbetrieb und dem Auszubildenden, dass wir da helfend tätig sind. Man kann auch sagen, dass wir noch Nachhilfe oder sowas machen, um eben die Jugendlichen auf die Klassenarbeiten, auf die Prüfung vorzubereiten und dann auch entsprechend zu ihrem Ausbildungsabschluss zu führen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel ein Jobcenter Jugendliche zu Ihnen schicken, dass die sagen, ich habe da ja gar keine Lust drauf, ich will das gar nicht und jetzt bin ich hier und muss bei Ihnen mitmachen. Ist das eine Erfahrung, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit so mitkriegen? Oder sind die hoch motiviert, weil die vielleicht mitbekommen haben, jawohl, es geht jetzt um mich, ich muss zeigen, was ich kann und mich qualifizieren? Viele Jugendlichen begreifen das tatsächlich als Chance und versuchen sich auch schon bei uns sehr positiv darzustellen. Andere Jugendlichen, die müssen wir erst dazu bringen, dass sie das auch als Chance verstehen. Es gibt auch Jugendliche, die das als Zwangsmaßnahme empfinden und die dann auch sehr schwierig zu motivieren sind. Aber bei den Jugendlichen, die das für sich schon als Chance sehen, da ist es gut und einfach, da eben auch anzusetzen und die Stärken herauszustellen. Schwierig wird es dann da, wo wir Jugendliche haben, die sehr schwach sind, wo die Anforderungen der Wirtschaft, der Ausbildungsbetriebe nicht mit dem Wissen und mit dem Können der Jugendlichen übereinzubringen ist. Sie haben an der Eingangsmoderation gesagt, wir haben sehr wenig Arbeitslose
Wir haben einen kommenden Facharbeitermangel. Wir haben aber auch nach wie vor eine ganz große Zahl von Jugendlichen hier in Duisburg, die nach der Schule keinen Anschluss finden, die wir dann auch wirklich unterstützend begleiten müssen. Ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass Sie ein hervorragendes Netzwerk zu Firmen haben. Sie haben selber gerade davon gesprochen, dass sich die Anforderungen verändern, aber auch Jobs verändern sich. Wie bilden Sie sich dann fort, dass Sie genau wissen, für den und den Job müssen die Jugendlichen jetzt die und die Qualifikation haben? Gibt es da einen regelmäßigen Austausch? Unsere Sozialpädagogen, unsere Ausbildungsbegleiter und unsere Lehrkräfte sind zum Teil auch in Prüfungsausschüssen der Kammern, sodass sie eigentlich den Standard kennen, der in den Prüfungen eben verlangt wird. Diese Ausbilder und Ausbildungsbegleiter stehen in einem regen Austausch mit den Betrieben. Das heißt, das ist eine Art von Fortbildung, die tatsächlich dort als Team, als kollegiales Team erfolgt. Darüber hinaus werden die Mitarbeiter auch zu Fortbildungen geschickt oder sie können Fortbildungen besuchen, wo es eben darum geht, sowohl die Fachlichkeiten zu aktualisieren, aber auch andere Methoden kennenzulernen. Alle unsere Ausbilder haben die Ausbildereignung oder den Meisterbrief, sodass das auch auf hohem Qualitätsniveau immer stattfindet. Jetzt gibt es ja etwas, was ja in der Diskussion ganz groß oben in den Medien steht, das Thema Flüchtlinge. Viele Flüchtlinge, die hier nach Deutschland kommen, die sprechen kein Deutsch. Da geht es jetzt auch darum, diese hier zu integrieren. Ist das auch eine Gruppe, die Sie mittlerweile betreuen oder die Sie jetzt in Zukunft betreuen werden? Ja, das machen wir. Wir waren von Anbeginn an immer darauf ausgerichtet, uns diesen Menschen zuzuwenden, die zu uns kommen. Das waren vor den Flüchtlingen, waren das die Migranten, es waren die Neuzuwanderer aus Rumänien und Bulgarien und eben in der Öffentlichkeit sehr deutlich bemerkt, die Flüchtlinge im Ende letzten Jahres. Für uns geht es darum, diese Menschen, diese Jugendlichen, für uns Jugendlichen, weil wir das schwerpunktmäßig machen, auch in die Maßnahmen hineinzubekommen, dort eben Angebote auch zu machen, die normalen Angebote dadurch zu verstärken, dass wir Sprachförderung und auch Einführung in unsere Gesellschaft begleitend machen, also politische Bildung machen. Und wir machen auch für die Agentur und fürs Jobcenter auch Maßnahmen, wo Flüchtlinge speziell geschult werden, wo es darum geht, eben Sprachkompetenzen zu erwerben und Eingliederung in das Berufsleben zu haben. Und voraussichtlich, es werden immer mehr junge Menschen, die zu Ihnen kommen, mit einem Migrations- oder Flüchtlingshintergrund. Es sind momentan sehr viele junge Menschen mit diesem Flüchtlingshintergrund und Migrationshintergrund. Und wir sind jetzt dabei, eben genau diese Übergänge zu schaffen, dass wir für geflüchtete Menschen auch zum Teil in Kooperation mit Betrieben, die in Ausbildung nehmen können. Und das auch, dass wir das so nutzen, dass wir die Programme der Agentur oder des Jobcenters da auch mit einbringen. Dass wir zum Beispiel jugendliche Flüchtlinge von ThyssenKrupp Steel im Rahmen der assistierten Ausbildung auch dann eben betreuen können und dann eben im Rahmen dieser Maßnahmenform eben auch diese Sprachschulung und diese politische Schulung zu machen. Herr Geier, im dritten Teil möchte ich gleich noch ein bisschen was über Sie selber in Erfahrung bringen. Bevor wir das machen, gehen wir mal kurz ab zur Redaktion, zu den News. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum dritten Teil von Spruchreif. Bei mir im Studio nach wie vor zu Gast der Geschäftsführer der Duisburger Werkkiste, Norbert Geier. Herr Geier, jetzt haben wir schon ganz, ganz viel von der Duisburger Werkkiste gehört und gelernt und was Sie alles an Aktivitäten haben. Sie sind der Geschäftsführer. Was ist das, was Ihnen an Ihrer Aufgabe so viel großen Spaß bereitet? Ja, ich bin der Geschäftsführer der Werkkiste und die Werkkiste begleitet mich persönlich seit über 30 Jahren. Das heißt, ich habe damals als ich noch Pfadfinder-Funktionär war, mit die Duisburger Werkkiste gegründet, bin dann als Ausbilder dort eingestiegen und bin seit 92 Leiter. Und für mich ist eines der Sachen, die mir Freude macht oder die mir das Erfolgserlebnis gibt, ist, wie ich sehe, wie Jugendliche sich entwickeln können.
Und wie Jugendliche, ne, die vielleicht schüchtern zu uns kommen oder vorlaut zu uns kommen, am Ende eine Perspektive entwickeln. Und für mich ist das, da werde ich dann praktizierender Christ. Ich mache das ja im Rahmen der katholischen Kirche in Bruckhausen auch tatsächlich an einem Kirchenstandort in einer Kirche. Für mich ist das gelebte Kirche vor Ort. Für mich ist das Menschsein, Christsein. Und wenn ich dann sehe, wie die Jugendlichen mich freudig begrüßen, auch wenn sie mich privat treffen, wenn sie mich in der Freizeit treffen oder nach Jahren, nachdem sie bei uns raus sind, treffen und davon sprechen, dass die Duisburger Werkkiste, ich oder meine Mitarbeiter ihnen geholfen haben. Das ist mein Erfolgserlebnis, darum mache ich das. Ja. Die Kehrseite der Medaille ist das, was ich als Geschäftsführer mache. Immer wieder zu gucken, wie jonglieren wir einzelne Programme, wie kriegt man... Wir sind auf Spenden auch angewiesen. Ja, wie kriegt man Geld zusammen, wie kriegt man die Programme von der Agentur oder vom Jobcenter hin. Und wir haben für uns den Anspruch, dass wir uns um den ganzen Menschen kümmern, also um seine ganze Entwicklung. Und wir brauchen Unterstützung, weil wir mit dem, was wir von der Agentur und vom Jobcenter kommen, viele Sachen gar nicht machen können. Das heißt, wenn wir erlebnispädagogische Sachen machen, also Stärkung von Gruppengefühl und von Selbstwertgefühl, das müssen wir aus eigener Tasche zuschießen. Wir müssen bei bestimmten EU-Programmen Eigenmittel reinbringen, die wir so nicht erwirtschaften können daraus. Oder wir machen auch eben Auslandseinsätze, Workcamps im Ausland. Die kriegt man aus diesem Etat nicht bedient. Und deshalb sind wir immer wieder darauf angewiesen, dass wir Unterstützung bekommen. Und eine Sache, die wir da auch gerade machen, wir werden Ende Juli, gibt es eine Gruppe von Fahrradbegeisterten, die bei Rad am Ring, also auf dem Nürburgring, 24 Stunden für uns Spendenmittel einfahren. Und ich habe gestern das Vergnügen gehabt, mit zwei meiner Teilnehmer, die wir überzeugen konnten, auch mal aufs Fahrrad zu steigen und den Nürburgring zu fahren. Mal so die ersten, Rennrad oder mit dem Rennrad? Mit dem Rennrad. Mal die ersten Trainingseinheiten zu machen. Ja. Und das ist das, was man eben aus dem normalen Budget nicht machen kann, wozu man Unterstützer braucht, Spenden braucht. Und wir haben Gott sei Dank Spender, auch die uns mal anlässlich einer Silberhochzeit etwas spenden oder auch nach Spenden aufrufen, uns etwas zukommen lassen. Ansonsten wäre das nicht zu machen. Sie waren letztes Jahr auch dabei, als die Bundeskanzlerin in Marxloh war. Was war das für Sie für ein Eindruck? Das war ein großes Erlebnis, ein großes persönliches Erlebnis für mich, also zu sehen, wie Frau Merkel agiert. Für mich gab es dann auch noch Nachbegegnungen, nicht mit ihr, aber mit Vertretern aus den Ministerien, wo wir gemerkt haben, dass für den Stadtteil tatsächlich Mittel auch gebündelt werden, dass da eben auch Mittel vom Bund und von Land eben reingeschossen werden. Von daher war diese Begegnung mit der Frau Merkel auch schon etwas Nachhaltiges, sowohl für mich persönlich als auch für meine Arbeit. Sie sind auch noch, und bei dem Ganzen, was Sie tun, finde ich das bemerkenswert, Sprecher von der Weiterbildung Duisburg, so heißt es korrekt. Was ist das? Weiterbildung Duisburg ist das Netzwerk, ist ein Netzwerk von über 40 Bildungseinrichtungen, außerschulischen Bildungseinrichtungen, die sich das Ziel gemacht haben, Bildung an den Bürger zu bringen. Also sowohl an Kinder, an Eltern, aber auch im Bereich der beruflichen Bildung bis also zum Übergang ins Rentenalter. Und für uns ist eben wichtig, dieser Bildung ein Forum zu geben. Und da möchte ich einfach die Gelegenheit nutzen, dass wir darauf hinweisen, dass wir am 29.09. eine große Weiterbildungs- und Personalmesse in dem Wedau-Stadion, also in der Schau-ins-Land-Arena machen, wo wir Firmen zu einladen, sich zu präsentieren und wo wir alle Duisburger einladen, sich über das Angebot von Bildung und Weiterbildung in Duisburg zu informieren. Herr Geier, vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns in der Sendung waren und Ausschluss gegeben haben über das, was Sie alles mit der Duisburger Werkkiste leisten. Ich denke, wir haben da einen ganz, ganz tollen Einblick bekommen. Schönen Dank. Meine Damen und Herren, das war Spruchreif für diese Woche. Schalten Sie wieder ein, kommende Woche zur gewohnten Zeit. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss, Servus. Bye, bye.